Guten Morgen. Alles noch unverändert bei uns. Wir sind immer noch nur so wenige in der Zweiraumwohnung. Da geht noch was. Da geht noch was drin. Gestern gab es keinen Vlog, weil. Warum eigentlich? Wir sind eingeschlafen. Ja, wir sind eingeschlafen. Ja? Nein. Ah, ja, ich war total müde und ich bin halt immer noch müde. Und, ja, fühlst du dich auch so? Mein Kopf drückt auch. Hör auf zu jucken. Ich hab dir auch gesagt, du musst dir auch regelmäßig die Hände waschen. Wir haben schon mit Augentropfen angefangen. Das sieht schon so gut aus, das Auge. Mit Antibiotikum. Geh dir mal jetzt die Hände waschen, bitte. So gut. Fakt ist, das finde ich auch schön. Kind ist noch nicht da. Ne? Und? Mhm. Warum sehen die dann so gleich aus? Aha. Ja. Zwillinge. Dankeschön. Schön auch. Ja, deswegen gab es gestern keinen Vlog. Der wird aber nachgereicht. Der wird nachgereicht. Ich muss den nur noch schneiden. Natürlich, ich bin da nicht zu gekommen. Der rendert jetzt gerade insgesamt mal durch. Und dann sehen wir uns ja, heute Abend. Ich muss mal gucken. Das ist sowieso ein bisschen einschränkend mit den Vlogs vielleicht, wie gesagt, weil in nächster Zeit habe ich gar nicht so viel Zeit. Werde dann nur noch vielleicht was machen, wenn es wirklich interessant ist oder so. Alles andere ist ja Standard im Laden. Jetzt gerade passiert auch nicht so viel. Müssen wir mal sehen. Kriegen wir schon hin. Die Zeit kriegen wir auch rum. Fertig. Ihr kriegt erstmal alle eure neuen Klassenräume und deswegen kommen die neuen Erstklässler eine Woche später, damit. Die habe ich schon eingewöhnt habe. Genau, damit das alles schon wieder so ein bisschen läuft. Weißt du? Aber das ist in jeder Schule so. Den Anschein von Normalität erweckt. Und in der vierten schreiben wir jedes Mal einen Diktat, jede Woche einen Diktat. Ja, dann stell mich mal an. Ein Kind haben sie keine Schultüte gegeben, der Timea, weil sie noch nicht eingeschult wird. Aber die ist ja auch in der Vorschulklasse. Und auf jeden hat sie auch eine bekommen. Sie haben sie keine gegeben. Und dann ganz am Schluss hat Karnes ihr eine zugesteckt, weil sie so traurig war. Ey, was für bescheuerte Idioten, ne? Die hier, die da so verdattert ganz am Rand sitzt. Zeig mal, Mama, was ist denn hier? Timea. Zeig mal. Die mit dem Blumenkleid. Die war total traurig. Zeig mal. Mann, ey, wieso? Was sind denn für welche? Mama, zeig doch mal. Was denn? Ja, guck, jetzt kriegt Blumen ihre Schultüte. Dann haben sie es aber auch nicht aufgerufen. Doch. Aber einfach nur so. Und dann, aber du kriegst keine Schultüte, weil du wirst ja erst nächstes Jahr eingeschult. Hä? Voll gemein. Voll gemein. Scheiß, ey. Da spioniert uns dann jemand aus. Wie kann das nicht sein? Ich hab keine Ahnung. Geil! Was sind denn das für Idioten? Papa! Guck mal, wie stolz die aussieht. Papa! Sag dir dein. Ich hab dein Füßchen. Und hier kriegst du ihr Buch. Guck mal, was du mit deinem Fuß machst. Her, ich check dir. Du musst du so machen. So. Nach hinten gestreckt. Kannst du besser gucken. Ja, das war's fast eigentlich schon. Dann wurde gegrillt und dann haben es gerade Blumen gegessen. Du erzählst mir, du hast nichts gegessen. Was ist das da? Ja. Nein, Blumen hat gestern Abend noch einen Anfall gehabt, dass sie überhaupt kein Abendbrot gekriegt hat und ganz sauer war, weil sie ja nie was zu essen kriegt. Und was ist das? Ketchupflecke. Das ist der Beweis. Mama. Sie isst. Sie isst immer. Da, da. Siehst du? Siehst du, was du in der Hand hast? Ja. Und was hast du danach noch gegessen? Würstchen. Nur eins. Aber ja, kann ich doch nichts, wenn ich sage. Und Skadi auch. Guck mal deine an. Kannst du mitnehmen? Kannst du malen drin? Das sind ja Malbücher. Na, dann hätten sie das anders planen müssen. Dann hätten sie was Physik gehabt. Ihr vielleicht keine Schultüte, aber irgendwas anderes. Eine Tüte mit irgendwelchen Süßigkeiten. Ja, ich hatte den Eindruck, die haben die irgendwie aus Versehen aufgerufen. Ne? Und dann, da sie ja schon aufgerufen waren, naja, dann mussten sie sich ja doch da auf dieses Podest stellen. Was aber keine Rolle spielt, weil alle Kinder in ihrer Gruppe kriegen eins. Und sie sitzt da als Einzige, ist denn ohne da, weißt du? Das ist doch scheißegal, das kann man einfach machen. Das kostet doch nicht. Guck hier. So, ich wollte mir jetzt nicht das Buch angucken, Schatz. Ich kenne das Schatz, man kann es alles ausmalen. Hier, Luna, Amy. Das drückt mich nicht hier auf so was. Echt, also okay. Bitte da durch, Papa. Oh! Ja, warte mal. Ich
ich muss eh auch stehen. Ich muss jetzt in den Keller. Ich muss jetzt arbeiten. Bote der Bote. Ich gehe auch gleich los, wir das kurz noch da zum Telefonieren. Und bescheid, wenn es alles an ist. Und sag, frag, wie das läuft, dann ein Taxi will. Ob wir das machen können. Vielleicht oder ob. Ist eine Frage. Hey. Just opening up? Huh? Are you just opening up? Yeah. Right on. What do you need? I'm borrowing a bike from a friend, and the gear or the pedals keep slipping. So. Oh, that's a problem of the freewheel. Yeah. In the back. Yeah. Should we have a second to take a look at it? I can try. I'm Tamir, by the way. I'm Tommy. Tommy. Good to meet you, man. Very cool. What are you doing with the GoPro? Huh? What are you doing with the GoPro? Live stream and vlog and everything. Oh, cool, man. I'm a photographer, so I use those things extensively, but they keep getting better and better. It's crazy. Yeah. Big problem here with the GoPro thing. Yeah. GoPro 5 was crap. Yeah. Totally crap. With the sound. Yeah. They're never perfect. They're like, yeah. You know, they're almost really great. The perfect with the connection thing was the GoPro 2. Yeah. You have 1, 2, 3, 4, 5. It's like retro at this point. Yeah. But this one, it's too many. Right, I think. Moin. So, yeah, come leave it here. Yeah. I check it up. Go pick it up later. Okay. I hope. Yeah. In 2 hours. 2 hours? Yeah. Okay. Take cool. Thanks, man. Okay, then. Yeah. See you later. Hi. Hi. Kann man bei dir Schläuche kaufen? Ja, was brauchst du für ihn? Mit einem französischen Ventil. Und welche Größe? Ich glaube, ich habe nicht genug. Oder PayPal? Nö, habe ich nicht. Hast du auch nicht. Ja. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich bin jetzt den ganzen Weg gelaufen, weil bei mir in der Nähe gibt es nichts. Wie nichts? Wie wo wohnst du denn? Machen wir den Laden auf da. Treptower Park. Die haben alle zu. Ich habe nur 10,50 leider. Ja, dann bringst du irgendwann nochmal 1,50 Euro drin. Machen wir es so. Mach ich. Danke dir. Bitte, bitte. Französisches Ventil, ne? Ja. Dünne. Ja. Genau. Ja, das hat mir der Kumpel gesagt, weil. Dieser große Ventil meinte er, ist scheiße, deswegen meinte er, ich soll mal mit einem französischen Ventil eins packen. Ja, gut. Es ist schon mal das dritte Mal, dass ich seit zwei Wochen Platten habe und das finde ich ziemlich bescheuert. Das glaube ich. Ja. Man muss ja immer weg, denn in den Momenten. Ja. Jana. Danke dir. Bitte, bitte. Hab einen schönen Tag. Du auch. Ciao, ciao. First bike today, Freewheel Problems. Das erste Rad heute hat Freilaufkörper Schwierigkeiten. Ja. Ich hatte ja schon mal beschrieben, wie und was man da macht. Also jetzt hier in dem Fall bauen wir das erstmal aus. Also liebe Leute, das Kind ist immer noch nicht. Oh ey, dann lässt sich da ein bisschen Zeit. Unglaublich, wie nass das hier unten ist. Da regnet es jetzt mal ein paar Tage hintereinander und der Boden ist klitschnass. Man hört immer die Klinken wollen. Ja? Ja bitte? Also wie gesagt, die Klinken wollen rasten. Manchmal tun sie es ja auch.
können sie nicht. Das muss man jetzt einfach durchspülen. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob ich das... Heike, Freilaufkörper, Heike, das Ding hier zerlegen. Ja, machen wir auch, weil es muss sein. Ja, Schnellspanner raus. Zack. Achse ausbauen. Jetzt muss die Achse raus. Ja, super. Jetzt heben wir das Ganze runter. Tja, das ist ein bisschen anders, ne, als die anderen Freilaufkörper. Also der ist einfach nur gesteckt. Dann hoffen wir mal, dass dahinter alles in Ordnung ist. Gucken wir mal. Also der hebt hier manchmal frei. Schauen wir mal. Ist ein bisschen verharzt, fühlt sich ein bisschen verklebt an innen drin. Das ist das meiste Problem, dass die Dinger hier... Ist wie Kleber. Das muss man frei waschen halt. Hier gilt wieder, kaputt ist eigentlich gar nichts, ja, aber verkleistert sind sie halt alle. Vom Zustand her noch sehr gut, die ganzen Murmeln alle tippitoppi. Macht richtig Spaß sowas. Da weiß ich mir jetzt von mir. Wer hebt denn ein bisschen Liebe mal? Ach komm, ich hab dich gestern gewaschen. Ja, rituelle Waschung. Ja? Die rituelle Waschung. Nicht richtig eingeseift. Das war doch nie. Kannst du das öfter machen. Ich mal sauber auch. Ja, du glänzt richtig. Ich bin eine strahlende Persönlichkeit. Jetzt kommt endlich mal dein Strahlen zum Vorschein. Heute etwas verwegen unterwegs? Sag mal, dann sind wir heute etwas verwegen unterwegs. Von wegen. Na, du hast doch noch einen Zehner hoch. Ja. Du willst mich doch nur austricksen wieder. Den habe ich ja auch noch. Okay, okay, okay. Gut, wir fangen an, wir setzen zusammen. Gut, na denn. Zack.
Wunderbar. Wunderbar. Das hört sich an wie ein kräftiges Klackern wieder. Die Federn sind wieder relativ frei. Man müsste eigentlich hier zerlegen, ja, aber ich habe das Werkzeug nicht dafür. Ich meine, das ist echt ein Problem. Gerne würde ich sowas echt zerlegen und ich meine, dann ist es perfekt gemacht. Alle Klinken putzen, alles sauber machen, schön. Jetzt kann man nur so einen Dreiviertel-Service quasi machen. Ärgerlich, aber so ist es. Und Fakt ist, diesen Freilaufkörper kriegt man ja nirgendwo mehr. Den kannst du vergessen. Ja, Fett drin hier. Jetzt gehen wir das Ganze hier rauf. Ja, und dann geht es ja schon los, dass man eben anfängt hier mit dem. Jetzt kommt das Laufrad wieder zurück. Ja, und dieser Mechanismus hier, den gibt es halt heute nicht mehr. So sieht keine Narbe mehr aus mit Freilaufkörper. Ja. Deswegen muss man das weiterverwenden, die Narbe, oder eben komplett das ganze Laufrad tauschen. Also das ist jetzt der letzte Versuch. Wenn das nicht klappt, dann muss man leider Gottes alles tauschen. So, Kugeln sind drin, Fett ist drin. Achtung, ich setze auf. Zack. Wie gesagt, hier braucht sind sie alle und haben mal ihre ein oder andere Macke, ja, eine kleine Macke hier drin in der Lauffläche, sind hier auch zwei, drei Macken schon. Aber neues Laufrad oder eben jetzt hier die Reparatur, das ist schon ein Unterschied. Tja, hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert, ne? Funktioniert, würde ich sagen. Knackert ganz schön da drin, weil die Klinken sind halt durch. Die Kugeln da drin auch. Also die Klinken sind nicht durch, die haken, ja. Wie man hört, die haken gut ein. Aber die Kugeln, die da drin sind, da sind ja nochmal kleine Kugeln drin. In diesem Lager, wo wir nicht rangekommen sind. Die sind schon ein bisschen angeknackst. Weil sie so klein sind, wenn sie dann minimal angerottet sind, dann reicht es schon, dass die anfangen zu knacken. Und die knacken halt. Hört man hier. Jetzt hört man es nicht. Also sind es nicht die Lager außen, sondern es ist das Lager in dem Freilaufkörper. Und den tauschen, tut mir leid, den gibt es nicht mehr. Also muss man lange suchen bei eBay, vielleicht, dass man so ein Ding findet, so ein Freilaufkörper für eine alte 105er. Prost. Ja, das war's. Das war die 105er Freilaufkörper Rettung. Sagen wir mal so, vorübergehende Rettung. So dass man es fahren kann. Markig. Jo, na dann bis später. Bis zur nächsten interessanten Aufgabe.
Bisher sagen wir alle Münzpfeifen, da gibt es nicht mehr, kriegen wir nicht mehr. Und doch, es gibt einen Bildenhersteller, Ubena heißt der, der stellt die Dinger her. Mhm. Ubena. Danke, Dana. Vielen Dank. Bitte. Ich wollte mal fragen, ob du mir mein Fahrrad aufpumpen könntest. Geht das? Aufpumpen? Ja. Hammer. Einen kleinen Beitrag für eure. So was Banales. Ja, so was Banales. Hammer, wo keine Pumpe war. Wer nicht? Also, rein tust du es nicht mehr. Moin. Echt nicht? Ja, ja. Also. Achso, nee, das geht nicht. Hi. Ja, bitte. Hi, eine Frage. Ich wollte fragen, ob man den Lenker und den Sattel etwas höher stellen kann, weil... Den Sattel bestimmt, den Lenker vielleicht. Könntest du das nachschauen? Weil ich bin doch ein bisschen zu groß für den. Ja, bist du. Ja? Ja. Ich bin noch was, oder Jugendgrad oder so was. Ja. Das ist ein bisschen kurz, der Abstand. Dadurch wird der Abstand nicht länger. Ich krieg Nackenschmerzen, wenn ich mit dem fahre, weil ich die ganze Zeit so sitze. Na gut, ich komme mal weg. Auch noch? Das noch, ja. Ich habe 1000 kleine Dinger. Aber ich glaube, das Sachen muss man in Sauber machen. Du sitzt es nass. Denk an dich. Nee. Nicht zur Arbeit. Nicht ja. Geh mal vorne, so was hinten. Das darf nicht, ich habe nur den Fahrrad auch. Ha! Dann machst du vorne und hinten. Ja, aber. Also, man macht es auch von der Steckerstelle, ne? Ja. Einfach drauf mit dem dann. Genau. Naja, siehst du. So, Hebel zu. Ja. Das hat jetzt nur der Mann gemacht. Füße auf. Was? Ja. Welcher Mann? Was denn den? Tasche verstecken? Ja, was denn auch so? Was? Fehlt eine Aufgabe. Boah, das geht ja richtig schön in die Arme. Schultern. Wenn du das richtig ausführst, ist es gut die Schultern. Ja, genau, eher die Arme, Oberarme. Schießt dann. Und das muss bei 3,5 dann stehen. Ja, ist bei 2,2. Jetzt kommt, jetzt kommt. Oh. Nee. Na, bei 3 ist es jetzt. Das ist Sport, Frühsport hier. Ja, hinten mache ich keine Kerne. Oh, das reicht, oder? Ja, hinten nicht. Hey man. So, what's going on? I don't know if my English is good enough to erklären. Okay. So I disassembling everything. Uh-huh. The whole hub out. The problem is you cannot change the freewheel system inside. Uh-huh. It's a very old one. Yeah, I figured. It's a 105 Shimano from, I don't know, very, very, very old. Ancient history. Yeah. 30 years or like this. Yeah. And so you have to replace the whole hub. Uh-huh. Or now I clean it, grease it new. Inside all the bearings, and I know it's working, but I don't know how long. Right. But now, mm-hmm. Right. Okay. That's a hub service, completely. So, new grease and bearings. Mm-hmm. And cleaning from the, I don't know what called inside the freewheel, it's Klinken. Mm-hmm. So it's like a
Like on the door, like this on the door, if you just clack, clack, clack. Oh, yeah, yeah. I'm not sure what the word is. What size is this? Like honey. Yeah. You know? Yeah. It's hard. Right. Yeah, I guess really firm, yeah. And it was not a good sound. Yeah? Uh-huh. So it goes out and slow back. That's the point. Why it's not forward. Gotcha. Yeah. And now it's cleaned, grease, everything. But I don't know how long it will take. Right. So this service costs 30 euros. Okay. But a new wheel is, I think, if you put a new wheel on, you have to change also the sprockets. It's also the old system. This system is a problem. Right. The sprockets. Then you have to change the chain. I think in total it's 150 to change everything. Right. I was thinking about maybe turning it into like a single speed or a fixie or something. I don't know if that's. Then you need also still definitely a new back wheel. Right. Yeah. Okay, well, yeah, I'll think. But it's your bike now? No. Sort of. A long time rental. So. Yeah, exactly. Thank you. You're welcome. Yeah, maybe I'll see you around. Have you problems with this one? Yeah. You change it. Cool, thanks. Okay, man. Ciao. Bye. Ei. Mensch, wo bleibt die Mutti? Muss man jetzt kurz hochgehen zu den Kindern, gucken, ob alles in Ordnung ist bei denen. Was ist das? Zahnreihe? Das ist die Nase. Das ist die oberste Zahnreihe. Ja, und Lippe und ein bisschen Zunge. Okay, liegt tief. Das ist, ja, sie meint, dass man da überhaupt noch am Gesicht rankommt, ist schon... Ganz dann ein Wunder. Ja. Ja, das CTG ist einfach ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, die Herztöne sind... Die ganze Zeit sich aber auch kein Mucks da bewegt. Wir sie morgen kontrollieren. Das heißt, du gehst von Steglitz zum Arzt oder du gehst alleine nach Steglitz, was aber auch blöd ist. Nee. Dann gehen wir da zusammen hin mit Skadi. So ist sie auch dabei. Ja. Dann müssen wir nur wieder abspulen. Dann musst du noch einen Zettel schreiben, dass man zu ist, was? Ich geh jetzt mal rein. Ich war immer oben, ich wollte jetzt gerade noch hochgehen, bin aber nur auf dem Hof und hab hinten geräuscht, ob alles in Ordnung ist. Ich war still und diese Ene saß drüber in der Küche, hat irgendwas geguckt. Ich habe eigentlich Nein gesagt. Aber gut, das war's. Aber. Nein, du musst das CTG so lange schreiben, weil erstmal so Herztöne. Hat sich aber kaum geregt. So, dann mit Rütteln am Bauch. So, hat sich auch nicht so bewegt. Dann mit Kniebeugen. Hat sie danach aber auch nicht so richtig. Die wollen nur was zum Lachen haben. Filmen die auch alle. Wahrscheinlich. Und dann gucken sie hinterher. Naja, jetzt lag ich da bestimmt 40 Minuten am CTG. Boah. Druckwasser ist aber noch gut. Hat er mich auch gesehen, die lag da irgendwo mit drin. Die hat doch geackert den einen Tag ohne Ende. Ja, aber jetzt seit gestern ist sie sehr, sehr still. Und heute auch. Seit gestern? Ja, das hat sie nur gesagt. Ich hab mich ja danach gefragt. Wir essen gleich zusammen, ne? Du bist Blumen? Ja. Ey! Butterbrühe! Papa? Genau, Löffel. Du bist mein Mädchen. Das Pure. Muss man noch zu schätzen wissen. Nein?
Die fallen immer ab, weil die so billig sind. Ja, die Räder. Und Sympathie. Boah. Hast du den Schlüssel da, falls du es nicht sofort machen willst? Ich will auch gucken, wie weit muss ich denn da? Gucken, ob das hier. Hier rein, genau, da ist eigentlich auch noch eine Schraube, die fehlt, und da ist auch irgendwas, was fehlt. Okay, also die gute Frau hier möchte ein helleres Licht haben. Das ist ihr zu wenig. Beziehungsweise ist ja auch ja keine Lampe mehr dran. Dann soll sie das doch bekommen. Dazu schrauben wir die alte Lampe hier ab. Das Fragment zumindest. Ja. Ganz simpel, ne? Ab. Die Halterung hier müssen wir übernehmen. Das ist eine spezielle Halterung, damit diese Mittelzugbremse vernünftig funktioniert. Durch diese Dynamo-Kappe ist die Reibung nicht mehr so stark und der hat mehr Laufruhe. Also wenn der Reifen nicht so ein Ei hätte. Ganz kurz, jetzt nervt mich gerade. Wenn ich sage, das ist ein 8 drin. Da ist ein 8 drin, ja. Nervt mich das halt ab. Ah! Nee, blutet. Oh, blutet nicht. Ich hab mich nur gequetscht. Nur gequetscht. Zeig mir deine abgefallene Hand. Nein, nicht so. Ja, nee, mit Tanja dann. Anu hat sich da ungleich gehandelt mit dem Baum. Da ist auch ein Stein rausgerannt. Aber die hat damit nichts zu tun, Mann. So, Anu, bleib hier, Mensch. Dann, das ist doch nicht ihre Stunde, ganz einfach. So halt. Wie Dion. Um Gottes Willen. Oh. Und dann jetzt hat es noch fast eine Stunde gedauert, bis ich danach die Bücher rief. Das ist so scheiße. Jetzt ja, wieder ein. Selbstkritik. Beruhig dich, ja, musst du jetzt mal einfach mal damit aufhören. Siehst du? Ich kann nicht. Oh Mann, ey, das ist so nervig gewesen. Und dann hat sie gesagt, Entschuldigung, dass ich dir deine Tanja-Stunde versaut habe. Und dann sagt sie, ist nicht so schlimm. Siehst du, ich habe alles versaut. Und rannte wieder heulend weg und ich so, boah. Die Drama Queen! Scheiße, ey! Ja, die hat doch gar nicht da unten sein dürfen. Ja, nur wegen ihrem Auge, ey. Ich hätte sie ja gebracht, aber du hast es ja gestern beschrieben, dass es eine Entzündung ist und dann machst du wirklich eine. Ich hab's nicht beschrieben, ich meine nur, mit einer Augenentzündung nee. Schickt man keine in die Schule, das ist ja wohl klar. Ich hab ja aber gedacht, das ist einfach nur so eine allergische Reaktion auf irgendwas. Ja, gut, du rennst da hinterher alle mit Musaugen rum. Ja, total verkeult. Ich hab nicht gedacht, dass es nur so was Einfaches ist. Aber muss man halt dranbleiben jetzt. Ja, aber morgen geht's ja, ne? Morgen geht's in die Schule, ja. War ich auch schon so.
Ich bin Zeit, keine Ahnung. Drama. Jetzt mal rüber in die andere Wohnung, besucht die Zeitung. Wie, wie Liter? Hier, ja, einen Sack. Ja, kommt so an, was für ein Sack. Ein Sack. Ach, ey, Sie sind am Filmenst. Wenn ich auf meine Grammatik kann, bestimmt auf den Rhein. Und ich geredet so von, ey, guck mal, die Kunst auf dem Objekt da. Hä? Das Objekt, das muss ich mal Louis Neukirch. Und auf den Leinwand machen. Mein eigenes Rad. Bin ich bescheuert oder was? Also das ist mein eigener Draht. Bin ich die ganze Beine gefahren. Bis mir der Dämpfer hinten kaputt gegangen ist. Zeigt noch keinen neuen drinne. Beziehungsweise der neue, den ich mir geholt habe, der passt nicht drin. Also mein Problem. Nochmal, nochmal, nochmal. Moin. Hi. Wie geht's? Ja, bitte. Ich habe vorgestern ein Problemrad gebracht. Mit dem großen. Was ist der? Wo die Pedale kaputt war. Das darf jetzt sein. Na, die Dame. Dass man den da irgendwie mit so einem Kaufen oder irgendwie das halt fixiert. Ist noch einer da? Hm? Weiß ich nicht mal, was sie gewartet hat. Vielleicht war sie falsch. Bestimmt. Zweiter? Hi. Nee, bloß nicht. Lass die bloß so drin. Das ist ja alles nett sortiert. So. Schon eng, die Maschine hier. Hast du Maschinen?
geht niemand. Ach schon, wie weißt du, ich kenne diese Maschine. Das ist ein Schleifbock, ne? Nicht Schleifbock, Quatsch, das ist schon. Schon. Ja. Die eine. Also in meiner Kita gibt es einen kleinen Raum, wo man werken kann. Und die Frau, die dafür zuständig ist, hat auch dann sowas. Sie hat zwei von denen. Yay, wie süß. Man hat hier so eine Schränke, kann man aus Holz irgendwas bauen. War recht cool, aber von wem ist dieser Helm? Von meiner Tochter. Von welcher? Von Anouk. Also von der Kleinen. Von der Großen. Wo ist die Mutter? Moin. Hallöchen. Na? Mich ein bisschen auf die Fresse gelegt letzte Woche. Wieso ein Dinne? Ich musste. Einer vor mir ist in die Eisen gegangen und ich bin reingerauscht. Ah, ja. Komischerweise habe ich jetzt im Hinterrad ein dickes Ei drin, so. Eine 8. Komm mal runter. Das sieht ja ganz gut aus. Das geht. Vorne nicht, hinten. Aber da, was war da? War einfach nur ein bisschen verkeilt, oder wie? Oder war was mit der Bremse da? Aber die Gabel ist kaputt. Die Gabel ist kaputt? Ja, die ist nicht gestopft. Ach, Scheiße. Alter. Ziemlich genau eine Woche. Ne? Ich habe es am Donnerstag gekauft und jetzt letzten Freitag ist es passiert. Gut. Tja. Ja, hallo. Hallo. Mal was hat niemand. Hau mal dann. Ausgeschmissen. Niemand mehr. Na, ich. Hat er alle in meine Laube bekommen. Ja. Ja, bewitter, so, ja, Arbeit rausgeschmissen. Oh nein, ob bei Hitate, und ihr Bayer auch leiden. Gut. Okay, liebe Leute, was soll ich sagen? Feierabend ist schon wieder. Naja, vielleicht gibt es noch zu sagen. Der Peugeot, was ich mir aufgebaut hatte, ist jetzt schon Schrott. Der hat einen heftigen Unfall damit gehabt. Man sieht die Gabel. Die ist nicht mehr. Ja, steht ein bisschen seitlich. Das Hinterrad ist nicht mehr. Das Vorderrad hat irgendwie überlebt, aber... Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, ich kotze ein bisschen ab auf alle Fälle, weil das ist ärgerlich. So eine Gabel kriegt doch jetzt nicht hier auf die Schnelle ran. Oh, und ich habe auch andere Sachen zu tun gerade. Oh mein Gott. Will auch nicht so durchgestresst sein schon. Das Kind kommt und alles ist stressig. Das geht nicht.
Ja, morgen ist zu. Ja. Gut, was wollte ich sagen? Patrick wird wahrscheinlich doch nicht hier arbeiten bei mir. Der hat jetzt auch eine andere Arbeit gefunden. Na gut, jetzt machen wir erstmal das eine, dann machen wir das andere. Wir sehen uns vielleicht morgen wieder. Also macht es gut, bis dann. Ciao, euer Tommy.